Hallihallo, hier ist Monika von Stempelpunkt aus Krefeld. Heute möchte ich euch diese Karte zeigen. Die ist neulich bei einem virtuellen Teamtreffen entstanden, bei meiner Upline. Und die wird mit Washi-Tape gemacht. Kunden haben mich jetzt schon gefragt, wie das geht. Die dachten, es wäre geflochten. Und dann dachte ich mir, ich zeige das einfach mal hier. Und zwar brauchen wir farblich abgestimmtes Washi-Tape, habe ich hier mal ein paar zusammengestellt, in weihnachtlichen Farben. Dann brauchen wir Farbkarton, Flüsterweiß, in 21 cm mal 14,9 cm. Und das wird gefalzt bei 10,5 cm. So, hier habe ich schon das zurechtgeschnittene Stückchen Karton und dann brauchen wir nochmal Farbkarton in Flüsterweiß, etwas kleiner als Aufleger und er hat die Maße 10 cm mal 14,4 cm, also 0,5 immer weniger und das habe ich geprägt mit diesem Sternprägefolder. Das Papier wird einfach dazwischen gelegt und dann durch die Big Shot gekurbelt. Das habe ich schon mal vorbereitet. Dann falzen wir das Ganze. Und haben wir schon mal die Basis. Dann brauchen wir ein Stückchen Farbkarton in Flüsterweiß und beginnen mit dem Washi-Tape. Da ich hinter einen Kreis machen möchte, messe ich mir das schon mal so ein bisschen ab. Ja. Das wäre schon in Ordnung. Oh, jetzt habe ich ganz kurze Fingernägel. Aber es klappt schon. Also klebe ich erstmal hier einen Streifen Washi-Tape auf. Und immer weiter nebeneinander herkleben. Bis ich alle Farben durch habe. Und das mache ich mal eben. So, jetzt habe ich alles aufgeklebt einmal und nun gehe ich hin und schneide das immer quer in dieser Breite ab. Das hat eine Breite von 1,5. Dann lege ich mir das hier oben an. Stört hier etwas.
Jetzt nehme ich mir noch ein Stück Farbkarton, Flüsterweiß, und klebe diese Streifen, von denen ich jetzt mehrere habe, da drauf. Fange ich erstmal ganz normal an. So, dann nehme ich mir den zweiten Streifen und lege den hier etwas tiefer an. Dazu schneide ich das untere Quadrat ab und klebe dann wieder auf. Dann den nächsten Streifen, wieder ein tiefer. Man sieht, es entsteht so eine Treppe. Schneide ich unten wieder zwei ab. Setze es von unten an. Und dann kommt nur das Reststück. So, einen haben wir noch. Ne, zwei. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Wir bräuchten den kleineren Kreis hierfür. Genau. Und das würde ich jetzt mal eben ausstanzen. Hier hatten wir ein Quadrat und ich hatte mir jetzt den Kreis überlegt. So sieht das jetzt aus. Das habe ich ausgestanzt mit den großen Framelits, die es einmal gab.
Zurzeit haben wir leider nur die kleineren Kreise. Das sind die Framelits lagenweise Kreise. Und ja, dann habe ich einmal diesen Kreis und passend dazu den etwas größeren Kreis ausgestanzt in Chili. Und das kleben wir jetzt aufeinander. Und das ist auch ein ganz toller Effekt, finde ich. Jetzt kann man sich überlegen, wie rum man das aufkleben will. So machen wir das. Und dann klebe ich noch die Sternchen auf. Es gibt der Karte so ein bisschen Struktur. Dann kommt unser Kreis. Und dann möchte ich noch einen kleinen Spruch haben. Dazu nehme ich mir ein Stückchen Farbkarton in Flüsterweiß. Und dann nehme ich mal das Stempelset Zauber von Weihnachten. Und diesen Spruch hier, frohe Weihnachten, den möchte ich jetzt haben. Passend in Chili wird das aufgestempelt. Schon mal aufgezogen. Und dann schneide ich mir das noch ein bisschen zurecht. Da mache ich mal kleine Fähnchen draus. Schneide ich hier in der Mitte ein. Und auf der anderen Seite auch. Kleine Dreiecke rausschneiden. Und das Ganze hinterlege ich nochmal mit Chili. Klebe ich erstmal auf. Dann brauche ich noch mal mein Schneidebrett, den Papierschneider. Den braucht man immer, das ist ein Basisteil. Und dann gucke ich mal, wie groß der Abstand hier ist. Entsprechend schneide ich den Rand hier auch. So. Jetzt muss das Fähnchen noch mal nacharbeiten. So sieht das jetzt aus. Dann klebe ich das auf mit Mandelnatz.
Da reicht mir eigentlich schon einer, den ich teile. Einer hierhin, einer dorthin. Und dann klebe ich mir das hier unten hin. Und fertig ist die Karte. Erste Karte, zweite Karte. Und sieht doch wunderschön aus. Und man denkt gar nicht, dass es sich um Washi-Tape handelt. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, das ganz schnell nachzubasteln. Vielleicht werden das eure Weihnachtskarten dieses Jahr. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und wenn ihr Fragen habt, wendet euch gerne an mich. Alle Informationen dazu findet ihr im Abspann. Tschüss!